Tag für Tag sorgt Swissgrid dafür, dass Strom ungehindert in der Schweiz und durch die Schweiz fließen kann. Die 6700 Kilometer Stromleitungen der Swissgrid liefern zuverlässig Strom zu den Konsumenten in Industrie- und Privathaushalten. Doch was geschieht, wenn der Strom plötzlich nicht mehr fließt? Wenn die Züge stehen bleiben und die Lichter ausgehen? Kein Strom, keine Spannung, nichts. Im Rahmen der Netzübergabe sind neue Verantwortungen auf Swissgrid dazugekommen. Ein Teil dieser Verantwortung ist auch, dass wir in der Lage sind, das Netz jederzeit führen zu können oder eben auch bei einem Blackout sehr rasch wieder aufbauen zu können. Bei Swissgrid Control in Laufenburg laufen alle Fäden zusammen. Wenn der Strom ausfällt, muss von hier aus ein sogenannter Schwarzstart des Stromnetzes eingeleitet und koordiniert werden. Also wir sind hier im Swissgrid Control, das ist die zentrale Leitstelle von der Swissgrid. Wir steuern von hier aus das ganze Netz steuern und überwachen. In diesem Fall zum Netz aufbauen, haben wir eine Anzahl Kraftwerke, die wir können, bei einem Ausfall auffahren können. Die Kraftwerke können die Energie erzeugen und das Teilnetz wieder versorgen. Wenn wir dann ein ganzes Teilnetz benannt haben, kann man zum Beispiel über die Schaltanlage Bickingen das mit anderen Anlagen und weiteren Verbrauchern und Erzeugern verknüpfen und so das ganze Netz langsam wieder aufbauen. Nur wenige Kraftwerke in der Schweiz sind überhaupt in der Lage, einen Schwarzstart durchzuführen. Eines davon ist das Kraftwerk Innertkirchen, eins der Kraftwerke Oberhasli. Unter Schwarzstart versteht man das Hochfahren eines Wasserkraftwerkes ohne fremde Hilfe, das heißt ohne Energie von außen. Ein Schwarzstart ist notwendig, wenn wir im Netz ein Blackout haben. Dann braucht es Kraftwerke, die dieses Energienetz wieder aufbauen können und wieder Strom produzieren. Aus einem 650 Meter höher gelegenen Stausee führen die Druckleitungen unterirdisch Wasser zu den riesigen Pelton-Turbinen des Kraftwerks. Doch wie alle großen Stromerzeuger benötigen auch sie Strom, um Strom zu produzieren. Den Anfang des Schwarzstarts macht deshalb die kleine, mehr als 70 Jahre alte Hausmaschine des Kraftwerks. Denn sie braucht nur eines: Wasser. Batterieantriebe und notfalls Handräder öffnen Schieber, leiten Wasser aus dem Stausee auf die kleine Turbine. Die zierliche Hausmaschine hat eine Leistung von 350 Kilowatt. Sie liefert den Strom für die Beleuchtung, für Schmierölpumpen und für die hydraulischen Schieber der großen Maschinen. Meine Funktion ist es, das Kraftwerk, nachdem die Hausmaschine gestartet ist, hochzufahren. Und das machen wir hier aus der Leitstelle. Ich gebe mit meinem System hier den Schwarzstart für die Maschine ein. Damit hat Innertkirchen wieder Strom. Eine erleuchtete Insel in einer Welt ohne Elektrizität. 4 bis 6 weitere solche Inseln gibt es in der Schweiz. Um die Inseln zu einer flächendeckenden Stromversorgung zu verbinden, ist ein autarkes Kommunikationsnetz nötig. Denn Swissgrid muss den Schwarzstartkraftwerken genaue Instruktionen geben können. Sonst bricht das Netz bei jedem Startversuch gleich wieder zusammen. Die Datenleitungen befinden sich in jenem Seil, das die Spitzen der Strommasten miteinander verbindet. Aber auch dieses Netz kann bei einem Stromausfall unzuverlässig werden. Als weitere Absicherung gibt es deshalb ein eigenes Richtfunknetz. Der Richtfunk kann zudem mit Ausrüstung und Mannschaften der Schweizer Armee verstärkt werden. Das üben Swissgrid und die Armee gemeinsam. Wir haben einen großen Stromausfall. Die Anlage ist hier und hier drüben müssen wir zuschalten. Legen wir los. Auch die Unterwerke von Swissgrid werden an die Kommunikationsnetze der Armee angeschlossen. Sie müssen den Strom, den sie aus Kraftwerken wie Innertkirchen 1 erhalten, weiter verteilen. An Spitäler, an Wasserversorgungen und vor allem an andere Kraftwerke. Für einen Schwarzstart müssen wir im Unterwerk sämtliche Leitungen freischalten, damit das Netz hochfahren kann. Wir müssen zuerst Energie hierher bringen und verteilen es nachher ganz gezielt nach der Last, die wir zur Verfügung haben. Mittlerweile haben die Armee und die Spezialisten von Swissgrid ein funktionierendes, autarkes Telekommunikationsnetz aufgebaut.
Jetzt kann Paul Nickli via Videokonferenz von Laufenburg aus direkt mit der Leitstelle der Kraftwerke Oberhasli in Innertkirchen sprechen. Grüezi miteinander, mein Name ist Paul Nickli, ich bin der Stabschef vom Krisenstab. Wie viel Strom wird aus Innertkirchen gebraucht? Wohin soll der Strom von Bickingen aus geleitet werden? Nach und nach werden immer mehr Teilnetze zugeschaltet. Der Strom fließt. Die Lichter brennen wieder. Die Züge fahren wieder. Die Schweiz funktioniert.